Erik an deiner Seite, lässt dich nie im Stich. Stört dich nicht, wenn andere leiden, ihr Schmerz ist dir egal. Warum bist du so geworden? Das Leben ließ dir keine Wahl. Der Beste, der Schlimmste, der Größte, der Hellste, der Schönste, der Stärkste. Nur gut ist nicht genug. Der Weg wird nur nach oben, du siehst niemals zurück. Denn so kannst du gewinnen, als rücksichtsloser Egoist. Du stehst dir selbst am nächsten und den Nächsten brauchst du nicht. Wirfst keinen Blick auf all die anderen, siehst wie im Spiegel nur dein Gesicht. Von dir gibt es so viele, nur dir selbst kannst du vertrauen. Jemand wie du macht keine Fehler, du kannst immer auf dich bauen. Der Beste, der Schnellste, der Größte, der Hellste, der Schönste, der Stärkste. Als rücksichtsloser Einfach, was du denkst. Probier, was du nicht kennst.
Gitarre ein bisschen leiser auf dem Monitor, bitte. Vom Schlagzeuger. Genauer hin, mach dir ein Bild und such nicht nach dem Sinn. Für Hektik und Chaos, Belanglosigkeit, Stumpfsinn und Dummheit, vergeudete Zeit. Gespielte Stärke, Streben nach Macht, das Schicksal der anderen zu selten bedacht. Siehst du vielleicht, was uns keiner sieht? Die ungeschminkte Wahrheit, vor der jeder flieht. Beim Versuch zu verstehen, warum Hass und Gewalt zu unserem Leben gehört. Einsamkeit und Macht so viele Menschen zerstört. Egoismus und Habgier machen sie blind, verschließen ihre Augen vor dem, was sie sind. Zu viele Seelen, die nach Hilfe schreien, nicht in der Lage, sich selbst zu befreien. Kannst du es sehen? Kannst du es verstehen? Zeit, was zu ändern. Du fühlst es doch auch, was zu ändern. Du willst es doch auch, was zu ändern. Zeit, was zu ändern. Kannst du es verstehen? Wie hat das Apple vorhin so schön gesagt, ihr da draußen im Universum, jetzt werde ich auch mal ein paar Worte an euch richten, also wer es vorhin schon gehört hat, wir sind die Band der Kern und wir haben heute ein paar unserer Songs für euch mitgebracht, auch wenn ihr leider nicht hier vor Ort sein könnt, das würde mich natürlich viel mehr freuen, aber... So, nächster Song, den wir für euch spielen, heißt Ich 2. Es ist schon ein paar Jahre her, vergibt es das Papier. Die Zeilen verwaschen, total verblasst, das alte Bild von mir. Denke ich an die Worte, seh ich in den Spiegel vor mir. Bin noch immer der ich damals war. Wer bin ich jetzt und hier?
sollte so sein, wie ich bin. Bin ich wirklich anders geworden? Meistens habe ich mich angepasst, aber niemals dabei betrogen. Heute kenne ich meine Schwächen, hab gelernt, mit ihnen zu leben. Ich kenne auch meine Stärken, ich bin immer treu geblieben. Habe Träume verfolgt und hab Träume gelebt. Bin aus dem Schatten gedreht, hab alle Zweifel weggefegt. Voll Dunkelheit, viele Stunden voll Glück, aber auch voller Leid. Angstfrei in die Zukunft sehen, bin für alles, was kommt, bereit. Dinge erscheinen in einem neuen Licht, es weitet meine Sicht. Ich wollte so sein, wie ich bin. Wirklich anders geworden. Meistens habe ich mich angepasst, aber niemals dabei betrogen. Heute kenne ich meine Schwächen, hab gelernt, mit ihm zu leben. Ich kenne auch meine Stärken, ich bin mir immer treu geblieben. Habe Träume verworfen und hab Träume gelebt. Aus dem Schatten gedreht, hab alle Zweifel und alle Sachen hinterfragen. Kannst du dich den Realitäten stellen? Bist du für das, was kommt, bereit? Oder willst du dich zum Volk gesellen? Erträgst du auch die Einsamkeit? Verbrennt!
So, passend zum Thema. Ja, auf der Bühne geht die Zeit auch leider viel zu schnell vorbei. Und das ist auch unser nächster Titel, der von genau diesem Thema handelt. Nämlich, wie schnell die Zeit vergeht. Fühl mich leer und matt. Eine viel zu kurze Nacht. Ich hab wieder nur daran gedacht, den letzten Tag zu verstehen. Wird es morgen weitergehen? Lauf ich weiter, bleib ich stehen, um nochmal zurückzusehen. Warum hab ich nicht an mich gedacht? Nicht gelebt, wieder nicht gelacht. Die Tage kommen, die Tage gehen. Nimm dir die Zeit, dich nochmal umzudrehen. Wie schnell die Zeit vergeht und die Uhr sich dreht. Gestern ist schon lange her, spielt keine Rolle mehr. Ich halt die Zeit fest. Schon kommt die Nacht, bin ich wirklich allein? Oder seid ihr noch wach?
Was hat die Zeit mit uns gemacht? Schon mal darüber nachgedacht? Ach komm, ihr habt doch auch schon mal daran gedacht, wofür ihr lebt, wofür ihr lacht. Die Tage kommen, die Tage gehen. Nehmt ihr die Zeit, sich nochmal umzudrehen. Wie schnell die Zeit vergeht. Es ist wunderbar, wieder mal Applaus zu hören. Ja? Vielen, vielen Dank. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Stück. Kurzer Instrumententausch und schon geht's weiter. Auch dieser Titel ist, wie bei fast allen Songs bei uns, aus dem Leben gegriffen. Und es geht auch in dieser Zeit einfach auch darum, Sachen mal zu akzeptieren. Und deswegen spielen wir jetzt Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist, ob du willst oder nicht.
kopieren, sondern einfach akzeptieren. Krass, 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 krass. Viel Jugend und Kultur direkt am Fuße des Taunus. Es ist ein schöner, kann man das sagen, eigentlich Spätsommer. Bitte? Er hat mir doch ein Zeichen gerade gegeben da oben. Der Paolo. Aber das war gut, kriegst du das nochmal? Ja, natürlich kriege ich das hin. Aber das ist halt, ihr macht mich wahnsinnig immer. Also, wie lange braucht ihr denn noch? Okay. Ich? Ich? Also, du redest gerade mit mir. Mit mir, okay. Alles klar. Hey, wir sind auf Sendung. Yes, jetzt darf ich nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gewusst habt, aber willkommen hier bei der 6. Newcomer TV-Nacht in der Portstraße Jugend und Kultur am Fuße des Taunus. Es ist ein wunderschöner Spätsommertag eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob man das noch sagen kann im September, Spätsommertag, oder ist es schon Herbst? Auf jeden Fall bei mir der fantastische Kai Jäger, Sänger von Der Kern. Hervorragend, dass du da bist und hallo. Hallo. Ich bin ganz aufgeregt gerade. Weißt ich auch. Ich kriege gerade so einen Schub. Das ist total toll, dass ihr Bock habt, hier auf der Newcomer TV nachzuspielen. Ist es ein großer Unterschied für euch, Online-Konzerte zu machen, oder könnt ihr eigentlich nur mit Publikum, und das ist eigentlich das erste Online-Konzert, was ihr macht? Es ist in der Tat das erste Online-Konzert, das wir machen. Wir machen das natürlich lieber mit Leuten, das ist ja vollkommen klar, weil das einfach für die Atmosphäre wichtig ist, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das auch so hinkriegen. Ja, auf jeden Fall, weil letztendlich ist es natürlich schwierig, also ich sehe das immer so, es ist wie im Fernsehstudio halt, und die Kameraaugen sind letztendlich die Augen des Publikums, man muss sich sehr viel vorstellen. Habt ihr für heute ein extra Programm zusammengestellt, oder sind es eure Lieblingssongs, oder ist es, sind es Songs aus dem aktuellen Album, was dürfen wir erwarten? Wir haben das so gestaltet, wie als wäre das ein ganz normaler Auftritt von uns. Also das ist jetzt nicht speziell zusammengestellt. Das sind neuere Lieder dabei, es sind ältere Lieder dabei, und das ist also, wir sehen das wie einen ganz normalen Auftritt. Kannst du mir sagen, Der Kern, ist es eine alte Männerfreundschaft seit dem Kindergarten, oder wie habt ihr euch gefunden? Weil die eure Legende sagt, seit 1997 aus Möhrfelden-Walldorf kommt ihr aus der Ecke, und seit 97 seid ihr zusammen. Kennt ihr euch schon von früher, oder habt ihr euch gegenseitig gecastet, oder ist es eigentlich deine Band und die anderen wissen es gar nicht? Nein, das ist also schon unsere Band, das ist insgesamt so gewachsen über die Jahre. Es ist in der Tat so, dass wir uns schon viel, viel früher gekannt haben, aber erst später dann zum Kern zusammengekommen sind. Also die meisten sind ja auch aus Möhrfelden-Walldorf, und wir kennen uns schon ewig und sind aber eigentlich über viele, viele Umwege erst dann zum Kern gekommen.
Was ich ja interessant finde, also euer Style ist ja so eine Art rockiger Crossover, kann man das sagen, verschiedene Stilarten. Was ist alles so da drin vom Rock, Rock'n'Roll, Hardcore, Funk? Was für Stil, sage ich jetzt mal, Zutaten gibt es in diesem Crossover? Eigentlich alles. Das ist auch was Jazz? Im weitesten Sinne vielleicht schon, ja. Aber also im Prinzip haben wir uns da auch nicht auf irgendwas festgelegt. Das kommt so aus uns raus. Und genau daher kommt auch der Name. Der Name ist da Programm. Wir machen Musik, wie sie aus uns rauskommt. Und das hat auch genau mit den Texten, geht das weiter. Ja? Das sind alles Texte, die sozusagen das Leben schrieb. Und das ist uns auch wichtig. Ja. Weil das wäre nämlich gerade die nächste Frage gewesen, das ist ja eine ziemlich harte Musik und ist es da nicht sehr schwer, das in deutschen Texten zu packen oder bist du jemand, der sowieso eigentlich nur Deutsch textet und Englisch, hast du keinen Bock drauf? Es war wirklich so gewesen, dass wir anfangs bei der Gründung uns Gedanken gemacht haben, singen wir Englisch oder singen wir Deutsch, und sind aber auch, wir sind sehr schnell zu dem Schluss gekommen, nach dem ersten Lied mit dem ersten englischen Text, dass wir uns einfach besser ausdrücken können, wenn wir das auf Deutsch machen. Und das war, also ist ja schon ein paar Tage her, ne, und es war damals jetzt noch nicht so, dass so viele Bands Deutsch gesungen haben, und aber wir haben das von Anfang an dann so gemacht, und ich denke, das ist auch für uns wichtig, und das zeichnet uns dann auch aus dadurch. Also das gehört bei uns dazu. Also englische Texte ist schwierig für uns, den Ausdruck rüberzubringen, wie wir es im Deutschen können. Die Titel, Egoist, ein neuer Anfang, ich, wie schnell die Zeit vergeht, auf eigenen Beinen steht. Ist es biografisch, autobiografisch? Handeln deine Texte ausschließlich von Figuren, die bestimmte Situationen in ihrem Leben durchmachen? Oder geht es in den Titeln eigentlich um was ganz anderes? Nein, es geht schon um Figuren. In erster Linie auch auf einen selbst bezogen. Jetzt nicht immer unbedingt auf mich. Also wir schreiben die Texte auch zusammen. Aber es geht schon im Prinzip immer um das Ich eigentlich. Also um das Ich oder um Personen, die da eng rangekommen sind. Ja. Von 1997 bis jetzt habt ihr dann bestimmt schon eine richtige Fanbase erspielt. Also Leute, die irgendwie eure Lieder mitsingen, ist das so? Oder die eure Platte kaufen? Was ist euer aktuelles Album? Wann ist das rausgekommen? Das aktuelle Album ist gerade in der Entstehung. Ach so, es gibt ein Debüt. ein Debüt nach längerer Zeit, also nach Neuformierung und so weiter. Ja. Also da sind wir in der Tat jetzt gerade in diesem Jahr in der Kreativphase. In der Kreativphase, die wir halt eingeläutet haben, auch aufgrund der Tatsache, dass man ja nicht besonders viel machen konnte, keine Gigs. Ja, das ist also gerade in der Entstehung, und eigentlich sind wir schon bei der Fertigstellung sozusagen. Also das heißt, ihr habt, weil ich meine, ich weiß ja nicht, ob ihr da draußen Bands so das Bandleben kennt, also wie Bands arbeiten, aber das heißt, ihr habt die ganze Zeit eigentlich mit Demos gearbeitet, also so einfach, weil Veranstalter wollen ja immer irgendwas hören, wenn sie eine Band buchen, also dann, wie war das bei euch? Nein, also wir haben auch zwei Alben schon veröffentlicht, das erste halt 1998 und das zweite kam dann 2004. Und dann gab es nach diversen Wechseln in der Besetzung halt eine neue kreative Phase. Eine Zäsur sozusagen. Genau, aber es ist letztendlich eigentlich immer dasselbe geblieben, es hat sich nur weiterentwickelt. Das heißt auch eine stilistische Veränderung oder nur weiterentwickelt den Sound? Stilistisch gab es eigentlich keine Veränderung. Der Sound hat sich ein bisschen verändert, klar, aber dadurch, wie die Songs bei uns entstehen, denke ich, spielt der Stil auch gar keine so große Rolle, der da einfließt, sondern am Schluss klickt es immer nach der Kern. Wie entstehen die im Proberaum, in Form von Sessions, oder gibt es jemand, der sozusagen ein Layout mitbringt und es vorher verschickt an alle Mitmusiker, die sich dann vorbereiten, oder wie entstehen bei euch die Stücke? Größtenteils entstehen die in der Tat aus Jams bei den Proben. Da
kommt dann eine Idee zustande und dann wird die weiter verfolgt, sage ich mal. Dann kommt vielleicht ein Text dazu. Manchmal ist es auch so, dass vielleicht schon Textteile vorhanden sind oder ein Thema vorhanden ist, das man dann nur noch vertont. Aber im Großen und Ganzen entstehen die Songs schon im Proberaum. Also nicht. Habt ihr ein Label oder eine Agentur, die für euch arbeitet, oder macht ihr alles selbst? Wir machen alles selbst. Wohnt ihr vielleicht auch zusammen? Also als sozusagen als Rock'n'Roll-WG und teilt euch das Gemüse? Wir teilen uns in der Tat auch manchmal Gemüse, aber wir wohnen nicht zusammen. Okay. Also es ist sogar örtlich relativ weit voneinander entfernt, aber wir kriegen es immer wieder hin, uns zusammenzufinden und zusammen Musik zu machen. Inwieweit hat euch Corona sozusagen betriebsunfähig gemacht? Na gut, man hat natürlich die ganze Zeit mit diesen Einschränkungen sich ja irgendwie arrangieren müssen. Und ich denke, wir haben das halt hingekriegt, dass wir zur Not auch zu zweit was gemacht haben oder halt auch Sachen irgendwie online verschickt haben und dran weitergearbeitet haben. Also das war im Prinzip so, wie wir arbeiten konnten, jetzt kein Hindernis in dem Sinn. Okay. Allerdings, was halt schon wirklich gefehlt hat, sind halt wirklich die Proben mit der gesamten Band und ja, die Live-Auftritte natürlich. Ne? Jetzt gibt es ja die Diskussion 2G, 3G, ist das ein Thema bei euch in der Band, wie ihr damit umgeht, live bei Live-Konzerten oder so? Oder wir haben das in der Band jetzt noch nicht diskutiert, ehrlich gesagt. Also sicher, wenn es irgendwie zum Thema wird, werden wir uns drüber unterhalten müssen, aber so haben wir jetzt noch. Also es ist ja so, dass viele Veranstalter sagen, bei Ihnen, also Personal, Bands, Publikum, alle nur noch geimpft oder genesen und getestet bleibt zu Hause. Das ist ja eine ziemliche Zäsur, ein ziemlicher Einschnitt auch, könnte ja auch für die ein oder andere Band eine Katastrophe sein. Ja, also ich hoffe nicht, dass das kommt. Ist auch in meinen Augen Unsinn, aber gut. Das seid ihr in irgendeiner Form in deinen Texten, bist du da auch politisch, diskutiert ihr über Tagespolitik oder ist das in der Band weniger ein Thema? Das ist eigentlich weniger ein Thema, also zumindest in den Texten natürlich, ich meine, wir kennen uns privat, natürlich tauscht man sich da auch aus, aber auf die Musik hat das eigentlich keinen Einfluss bei uns. Geht ihr wählen morgen? Also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, ich werde wählen gehen. Ja, weil ich meine, es muss sich ja was verändern, weil es ist ja alles ziemlich, also ob das jetzt irgendwelche Naturgeschichten sind, Umwelt, ob es das Management dieses Landes ist und so. Es wäre schon ganz cool, wenn es eine andere Regierung geben würde und dazu muss man ja wählen. Oder sagt ihr, man kann doch eh nichts ändern und was soll's? Nein, im Gegenteil. Also wir haben ja sogar einer unserer Liedtexte von einem Song, den wir heute Abend spielen, ist ja Zeit, was zu ändern. Okay, super. Passt vielleicht jetzt da gerade wie die Faust aufs Auge. Aber nein, das ist, wie gesagt, ich kann jetzt nicht für alle meine Bandkollegen sprechen, aber ich werde schon zur Wahl gehen.